Howdy ho, meine Creepy-Fans. Ich bin's, euer Raven the Creep. Heute reden wir mal über drei YouTuber, die sich in den letzten Jahren komplett und krass verändert haben. Einige mehr, andere weniger. Ich will nicht lange rumreden. Und wir beginnen alles nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. So, der erste YouTuber müsste eigentlich recht allen bekannt sein, oder zumindest vielen. Es geht nämlich um Drachenlord. Klar, er hatte so seine Höhen und Tiefen, meistens nur Tiefen, weil bei dem Scheiß, was er so gemacht hat. Egal, darum geht's nicht. Er hat sich aber auch verändert. Mal hat er Videos aufgehört, mal hat er dann was Neues angefangen und jetzt macht er halt Videos mal wieder, aber es ist nicht mehr so witzig wie damals. Und daran merkt man die Veränderung, er ist reifer geworden und auch ein bisschen klüger, also meiner Meinung nach. Denn früher, noch vor ein paar Jahren, wollt ihr uns allen noch die Prügel rausschmeißen? Denn wir wissen alle, wenn ein Drachenlord sich aufregt, haut es gern mal die Prügel raus. Oder setzt Lügenlord ein. Denn das kann er ja am besten. Aber wenn er mal nicht die Prügel rausschmeißt, heult er rum. Ja, okay, er übertreibt. Oder eher gesagt, er hat übertrieben, er ging gegen die Hater, gegen alle. So, Man-Leute, ihr wisst, was ich meine. Aber ganz ehrlich, da muss ich Drachenlord echt in Schutz nehmen. Da haben die Fans oder die Hater eher total übertrieben. Denn zu dem nach Hause fahren und die Feuerwehr rufen und alles, das geht zu weit. Vor allem jetzt die Totenruhe auch noch stören, wenn man jetzt zum Grab seines Vaters geht. Junge, das geht zu weit. Da kann ich unseren Rainer Winkler, aka Drachenlord, schon verstehen. Warum der jetzt sitzt und heult. Ganz ehrlich, hätte ich zwar jetzt nicht getan, aber an seiner Stelle, in seiner Haut, in seinem Körper, ja, dann schon. Und vor allem, das ist aus dem Bio, das Bild, der Screenshot, da wo ihn diese, keine Ahnung, Erdchen oder keine Ahnung, wie die es verarscht hat, das ist genau nicht. Alter, das war unter aller Kanone. Schämt euch. Es ist dasselbe, was ich über Diskriminierung schon in einem anderen Video von mir gesagt habe. Über Rassismus, Diskriminierung und all das und rum und dran. Und Drachenlord ist nicht der Einzige, der terrorisiert wurde. Von zu Hause aus. Da hat Tanzverbot so eine Ethikgeschichte. Aber dazu gleich mehr. Bleiben wir erstmal beim Thema Drachenlord. Und seine echt krasse Veränderung. Meiner Meinung nach. Denn als unser lieber Drachenlord, aka Rainer Winkler, Aschauerberg, Emmerskirchen, realisiert hat, dass er selbst schuld ist für seinen ganzen Hate, den er bekommt, hat er versucht, die ganze Zeit die anderen zu ignorieren. Und es hat geklappt. Es hat nach einer Zeit echt geklappt. Doch jetzt ist er wieder da. Macht zwar nicht mehr denselben Scheiß wie damals, aber naja, warten wir es ab. Aber sonst krasse Veränderung, Dude. Wie schon angekündigt, kommen wir jetzt zu Tanzverbot. Jetzt ohne Witz, ich habe früher seinen Content echt gehasst. Aber dann, nach einer Zeit, wo er sich wirklich verändert hat und sein Content und alles, fand ich ihn recht sympathisch. Aber wie er früher drauf war, konnte ich gar nicht ab. Und einige können es immer noch nicht ab. Und die haben ihn nur so im Gedächtnis. So auch Floyd. Er hat sich verändert. Akzeptier's. Aber nein, Loot für die Welt durfte er trotz seiner YouTube-Vergangenheit, also wegen seiner YouTube-Vergangenheit, nicht mehr mitmachen. Was ich sehr, sehr unfair finde von der Floyd aus. Und allgemein von Loot für die Welt. Und sie haben ja auch bei Tanzverbot dasselbe Aktion wie bei Drachenlord damals. Nur dass er nicht wirklich zu der Zeit war wie Drachenlord. Bei Drachenlord war es ein bisschen verständlich. Ein wenig. Wobei das auch noch unter aller Kanone war. Nochmal dazu gesagt. Aber sie haben wirklich Tanzverbot regelrecht belästigt, bedrängt, nach Hause bestellt und was weiß ich, ein Riesenskandal auf YouTube noch vor ein paar Wochen. Und ich kann euch
den Hatern von Tanzverbot auch noch wie von Drachenlord sagen, geht euch vergraben, verpisst euch aus dieser Welt, euch will sowieso niemand haben. Da bin ich aber auch nur ehrlich. Aber kommen wir zum Thema zurück. Wie war Tanzverbot früher drauf? Er war genauso wie Drachenlord früher. Genauso ein Spasti. Nur, dass bei Tanzverbot es etwas gespielt war. Kilian, Respekt dafür, dass du aus dieser Rolle rausgekommen bist und mal du selbst bist. Und dass Drachenlord mal weniger selbst ist. Ja, okay. Ich würde dann sagen, kommen wir dann zum nächsten Fall. Tanzverbot hat sich echt verändert. Respekt dafür. Und kommen wir zu der Nummer 1. Zu unserer wirklichen Veränderung. Der sogar einer der größten YouTube-Kanäle Deutschlands ist. Der hat über 2 Millionen Abonnenten. Es geht nämlich um Iblali. Denn bevor unser lieber Victor alias Iblali dieser Club mit Tony und Nia gegründet hat, war er ein ganz normaler Comedy-YouTuber mit den nerdigen Aspekten, wie man ihn kennt. Sogar ein ziemlich witziger YouTuber, den ich immer noch feiere nach all den Jahren und ihn auch weiterhin feiern werde. Aber früher war er halt anders. Früher war er ja anders als heute, also noch kein Veganer, hat andere Sketches gemacht, Ali Tales und all dies und jenes, Creeps, halt Formate auch, die ich vermisse und ja, einige, die man eigentlich nicht so braucht, aber dennoch witzig waren und ja, ich fand die damaligen Videos witziger als die heutigen, aber dennoch. Iblali ist der perfekte Beweis dafür, wie Menschen sich krass verändern können. Vor allem auf YouTube, die auch ständig YouTube-Videos produzieren und machen und ich weiß, wie hart sowas sein kann. Vor allem, wenn man sich da so viel Mühe gibt und alles und alles weitere. Es ist einfach ein harter Job. Und dass man da irgendwann mal Depressionen bekommt, so wie Iblali das auch schon mal gesagt hat, dass er das bekommen hat, ich kann das verstehen. Julian Bam hatte das gleiche, jeder hatte mal sowas. Außer jetzt sowas wie Simon Desio oder sowas. Nee, das braucht man jetzt nicht. Aber Iblali ist einer dieser positiven Beispiele. Und ich sage es frei heraus, ich bin Iblali positiv. Und das war ich schon immer. Iblali ist so mit einer meiner Lieblings-YouTuber immer gewesen. Mit Julian Bam zusammen. Und ja, egal wie weit er sich verändert, egal wie weit er seine Videos ändert, die Persönlichkeit bleibt eigentlich gleich, so wie bei Tanzverbot. Nein, er hat sogar seine Art geändert. Er ist nicht mehr der, der er einmal war. Und das war wirklich die krasseste Veränderung, die ich bei YouTubern bemerkt habe. Und dafür Respekt. Weil niemand, oder eher gesagt, so gut wie keiner kommt mit so einer Typveränderung klar. Aber er hat es ja geschafft. In diesen Punkten ist er sogar vielen YouTubern überlegen. Und dafür Respekt, ohne Scheiß. Iblali positiv bleibe ich, für immer, wie schon gesagt. Und du mach weiter krasse, gute, lustige Videos. Und somit wären wir beim Ende des Videos angekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt diesem Video doch einen Creep-Like-Daumen nach auf, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr andere YouTuber habt, die sich krass verändert haben, schreibt es mir doch unter die Kommentare. Und haut raus, bis dahin, ciao, und das Video bitte teilen.